Produktion stellen wir auf diese untere Straße und bauen das einmal neu. Dass wir halt diese Fläche, die wir jetzt haben, auch nutzen, aber halt neu nutzen. Ich würde erstmal damit anfangen, dass wir alle drei Eisenquellen anzapfen. Dann würde ich sagen, wir machen die zweite Eisenquelle und bauen dafür eine neue Etage und bauen den Miner mit einem Lift nach oben und bauen dann auf der zweiten Etage, bauen wir dann die Fabrik, die Fabrik, also die Produktion. Weißt du? Ja. Und den dritten Miner, den können wir dann ja gucken, ob wir eventuell Platz haben oder wir stellen ihn auch auf die zweite Etage. Mhm. Weil wir werden auf gar keinen Fall genug Platz hier unten haben. Außer wir reißen halt alles, was bis jetzt ist, da erstmal ab. Können wir die Kupferproduktion auch nach da hinten legen. Ist ja egal. Und dann holen wir uns nur die fertigen Produkte, holen wir uns nur hier hin. Weißt du? Das ist halt nur eine kleine Produktion. Das ist halt einfach komplett Gammel jetzt am Anfang noch alles, ne? Es wird alles später so überflüssig werden, was wir jetzt gerade machen. Flix, dankeschön übrigens für den Follow, ne? Und Killerkeks, dankeschön für 73 Monate. Vielen, vielen Dank. Ja, wir müssen halt jetzt einmal wirklich hier alles dann abreißen, ne? Die ganze Produktion. Ja, oder wir lassen es halt stehen, was wir jetzt haben. Weil das ist ja halt eine Basisproduktion, die brauchen wir ja irgendwie immer wieder. Zumindest jetzt am Anfang noch. Lass das einfach laufen. Weil wir produzieren ja jetzt hier unten eigentlich, so wie es jetzt gerade ist, 100% der Eisenquelle. Und wir nehmen uns die anderen beiden Eisenquellen und bauen daraus eine andere Produktionsstraße. Und machen dann damit dann den anderen Rest. Lass es so machen, oder? Wir bauen jetzt eine zweite Etage hier drüber. Der Vorteil wäre, wenn wir jetzt das hier unten mit abreißen und nochmal ordentlich neu bauen, dann ist es ordentlich, ne? Ja, richtig, aber wir müssen es dann nochmal neu abreißen, wenn die MK2-Miner kommen. Weil dann müssen wir sowieso alles nochmal umbauen. Sobald die MK2-Miner kommen, wird das hier nicht mehr funktionieren. Müssen wir alles neu bauen. Pass auf, wir machen das jetzt so. Ich entscheide das jetzt einfach mal. Wir machen jetzt einfach, damit wir erstmal die Produktion über Nacht laufen haben, die zweite Eisenquelle. Wir können das eh nicht über Nacht laufen lassen, Zander. Warum? Weil wir keine Kohleproduktion haben und Kraftwerke. Und ich glaube nicht, dass wir da jetzt in einer halben Stunde hinkommen, ne? Dafür müssen wir nämlich erstmal Phase 1 abschließen. Stimmt, genau. Aber wir können es zumindest so lange laufen lassen, wie es geht. Der Vorteil, den wir jetzt halt hätten, wenn wir das umbauen, auch trotz in Bezug auf MK2-Miner, wir können das direkt mit einkalkulieren und bauen die Fließbänder so, dass wir das System so aufziehen, dass wir das noch jederzeit links und rechts groß erweitern können, weil wir den Platz haben. Wenn wir jetzt anfangen, hier eine zweite Ebene drüber zu bauen, also vor allen Dingen, ich würde das auch direkt von Anfang an schön ordentlich machen wollen. Nicht, dass wir hier nachher fliegende Plattformen und so haben, weil das ist genau das, wie Max das immer gebaut hat. Und das sieht halt ultra scheiße aus. Nein, da brauchst du dir keine Sorgen machen bei mir. Das wird es bei mir niemals geben. So, aber wenn wir jetzt hier eine Plattform drüber bauen, dann ist das noch enger, dann wird das noch schwerer, weil dann, wenn du die MK2 reinbaust, dann ist das da zu eng, dann müssen wir das da aufreißen und so. Deswegen würde ich halt sagen, die untere Ebene, die sollten wir zumindest so weit ausbauen, dass wir sagen, okay, auf die und die Breite können wir die ausbauen. Und das reicht dann auch erstmal, weil im Grunde genommen vom Prinzip her können wir dann auch sagen, ja, wenn MK3 kommt, müssen wir es wieder abreißen und umbauen, ne? Also irgendwo müssen wir einen Schlussstrich... Müssten wir rein theoretisch auch, machen wir aber nicht, weil wir MK3 nicht auf eine normale Quelle stellen. Ja, ja, aber im Grunde genommen, irgendwann haben wir ja genug, mehr als genug Ressourcen, sodass wir das jederzeit machen könnten, wenn wir wollen. Aber wir werden ja irgendwann auch die Position wechseln. Dann, also deswegen, ich denke, MK2 wird das Limit sein. Und dementsprechend können wir ja jetzt schon mal grob kalkulieren. Wir können ja zur Not auch im Internet schauen. Oder warte mal, kann man das hier schon nachschauen? MK2. Der macht 120. Aus einer normalen Quelle macht er das Doppelte. Ja, siehst du, dann können wir ja einfach kalkulieren, was wir ungefähr für einen Platz brauchen und bauen das jetzt schon so entsprechend, dass wir den haben. Oder nicht? Weil dann sind wir später, wenn wir den MK2 haben, viel schneller. Dann klemmen wir den dahinter, tun die Sachen dran, klemmen und fertig. Ja, klar. Also können wir von mir aus sehr gerne machen.
dann sparen wir uns halt das ganze Abgereiße nochmal, ne? Weil das wird, wenn wir das jetzt machen, wird es schneller gehen, als wenn wir jetzt anfangen, hier groß eine zweite Ebene zu bauen und dann müssen wir nachher alles abreißen, weil das alles nicht passt. Also das ist zumindest nur meine Meinung dazu. As Fixit amply demonstrates, weiß ich nicht. Ich glaube, du denkst da zu kompliziert in dem Fall. Aber wir können das gerne so machen. Was, ich finde es halt nur schade, weil dann beenden wir die ganze Produktion jetzt, die jetzt gerade eigentlich richtig gut läuft. Ja, wir bauen die ja gleich direkt wieder auf, ne? Wir tun das jetzt halt nur so ein bisschen aufbauen, dass wir da genug Platz haben, dass wir dann später, wenn wir die MK2 haben, einfach mehr hinbauen können. Ich sag dir, das funktioniert nicht. Aber können wir gerne versuchen. Wir können es gerne versuchen. Aber guck mal, wenn du sagst, die bringt 120, ne? So. Mhm. Eine Schmiede kann 30 verarbeiten. So. Dann wissen wir ja jetzt, der eine Bohrer hier wird später 4 Schmieden brauchen. So, dann bauen wir das Muster jetzt schon so, dass wir sagen, ey, da können wir easy 4 Schmieden dran klemmen. Ja, du splittest aus dem einen Band auf 2 und von den 2 jeweils wieder auf 2. So, ja. so kannst du das splitten, das passt. Ja, wir können das ja auch theoretisch schon so vorbauen und tun dann nachher einfach nur die Fließbänder entfernen. Und wenn wir dann den MK2 haben, müssen wir den nur hinsetzen, Fließbänder anconnecten und zack geht die Produktion direkt los, die große. Dann haben wir uns das schon vorbereitet. Ja, ja, klar. Von mir aus können wir das gerne machen. Aber kriegen wir nicht, wenn wir auf den MK2-Bohrer kommen, auch eine MK2-Schmelze? Nee, ich glaube, bei der ändert sich nichts. Es kommen nur später noch andere Sachen. Ach, ich glaube, dass man nur Erze zusammenschmelzen kann, kommt noch, ne? Ja, ja, genau. Man kann auch so Sachen zusammenbauen und solche Geschichten. Da weiß ich jetzt aber auch nicht mehr genau. Das ist jetzt auch schon zu lange her. Also was ich halt... Ich wollte eigentlich nur versuchen, dass wir jetzt halt die Eisenplatten halt, die verstärkten Eisenplatten und so bekommen. Das kriegen wir halt hier aus der Produktion nicht raus. Das heißt, wir bauen die auf und haben dann am Ende genau die gleichen Produkte, die wir jetzt auch bekommen, weißt du? Ja, aber dann können wir ja direkt danach dann quasi... Ja, pass auf, dann lass uns das aber so machen, dass wir direkt die Biogeneratoren da hinten aus der Ecke mal rausholen. Ja, ich kann gerne einfach erstmal hingehen und baue jetzt erstmal, weil wir müssen ja nicht zu zweit an einer Sache rumwurschen, das macht eh keinen Sinn. Ich kümmere mich einfach darum, dass ich uns ein kleines Kraftwerk baue, weil du brauchst ja jetzt gleich eh mehr Strom. Weil das wird ja größer. Hast du genügend Ressourcen dafür? Muss ich mir gleich mal welche rausnehmen noch, weil ich denke, dass ich so auf jeden Fall 8 Biogeneratoren brauche. Ich hole jetzt mal alles hier aus den Kistendingern raus hier. Okay, da brauche ich nur Eisen und so. Platten und den Stuff. Ja, dann reise ich mal ab. Dann wird neu gebaut jetzt. Okay, dann hole ich jetzt mal die Bio-Dinger weg hier. Warte mal, komm mal her. Also Kupferspulen habe ich auf jeden Fall. Was ich jetzt noch brauche, sind Eisenplatten und ein paar Eisenstangen. Da ist die Hürde. Eisenplatten und Eisenstangen? Ja. Hier. Noch mehr? Okay, nee, das reicht. Damit kann ich genug bauen. So, warte, jetzt hole ich noch ein bisschen Beton. Ich warte jetzt erstmal ganz kurz, dass du die Miner platzierst, die 3. Und dann müssen wir eh erstmal planen, wie du die Förderbänder laufen lässt. Weil ich bin am überlegen, wo der beste Punkt wäre. Das wird halt jetzt ja auch nicht so riesig, ne? Das sind halt 8 Generatoren. Einer braucht eine Fläche. Ich mache erstmal, damit das jetzt passt, kurz das hier.
der dritte ist hier, ne? Ne, wo ist die dritte Eisenquelle? Da hinten. Alles normale Eisenquellen. Okay, so, dann baue ich jetzt die... Ich habe aber gar nicht genügend Dings, um die Miner zu bauen. Was genau? Mir fehlt ein Dings. Ein Miner, den muss ich eben schnell machen. Ein kleiner Miner. Oh, warte mal, das schließe ich aber so lange an den Strom an. Dann kann ja die Produktion hier zumindest weiterlaufen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich drehe den Miner sogar so um. Weil das ist nämlich eine Flucht hier. Oh, ich glaube, das tut... Hä? Okay, das läuft. Line Sirius, das kannst du jetzt hier in dem Dix drinne machen. Du hast jetzt hier so einen Charakteranpassungsbereich. Da kannst du deinen Charakter anpassen. Was ich ein bisschen schade finde, dass ich das hier nicht anpassen kann. Oder ich habe es einfach nicht gefunden. Isn't listening. Ich finde die Idee eigentlich gar nicht so bad. Was denn? Kannst du mal kurz kommen? Guck mal. Es gibt ja diese Baugitter, ne? Hier bei mir. Und dass wir das so machen wie bei mir hier. Dass man hier so einen Baugitter drum baut und dass man dann halt den Boden noch sieht, so, weißt du? Mhm. Wie der halt so in den Boden reinbohrt. Also nur als Idee, ich finde es vom Design her, finde ich es ganz geil. Die Wände sind jetzt nur Platzhalter, bis wir halt diese Gitter haben. Bis wir diesen Zaun haben, weißt du? Ja. Ich glaube, wir müssen das aber halt auf der anderen Seite auch noch dann wegmachen. Ja, ja, genau. Sonst sieht es halt richtig komisch aus. Ja, ja, genau, habe ich auch gedacht. Aber dass wir das halt so machen und dann so. Und dann halt, aber richtig geil mit so einem Bauzaun halt, weißt du? Dass man dann halt sieht, dass der Bohrer halt in diese Eisenquelle reinbohrt. Sieht auch gut aus jetzt hier, als wenn er daran befestigt ist überall hier. Ja, genau, ne? Ist eigentlich ganz nice. Die Idee eigentlich ganz cool. Können das ja später, das kann man ja schnell ändern. Wird es halt so lassen erstmal und dann können wir ja später gucken, ob das cool ist oder nicht. So, und ich würde jetzt, glaube ich, hier...
Können wir ja schauen. So. So, hier hinten habe ich jetzt das Kraftwerk gebaut an der Seite. Wo bist du gerade? Ja, nice. Ist doch geil. Das sieht doch gut aus. Da steht das auch nicht im Weg. Da können wir schon den Strom einspeisen. Genau. Ich weiß gar nicht, warum die da so Dings gemacht haben, als ob man das automatisieren kann. Du kannst das ja gar nicht richtig automatisieren, oder? Ich kann ja keine richtige Biomasse-Farm bauen. Oh gut. Kabel. Krasses. Ah, Förderlifte MK2 haben wir sogar schon. Hudson, erstmal Dankeschön. Wir brauchen aber keine Tipps, Digi. Das steht auch in den Regeln. Und zweitens. Geh direkt auf Kohle. Wir müssen, um an Kohle zu kommen, Phase 1 abschließen. Deswegen, Leute, also erstmal bitte nicht einfach Tipps geben oder Backseat-Gaming betreiben, weil wir, ne, wir planen das so und haben da so unsere Vorstellungen und wenn dann Zuschauer die ganze Zeit versuchen, aktiv reinzureden, ist das ein bisschen störend. Und vor allen Dingen bringt das halt nichts, wenn ihr mit Halbwissen dann um euch werft, ne? Weil wir können nicht auf Kohle gehen, solange wir keine Kohlekraftwerke haben, die wir jetzt gar nicht in unserer Phase aktuell machen können. Das macht keinen Sinn. Auch für ein Ding, ne? Damit wir das gleich auch direkt vernünftig einbauen können. Förderbandsplitter. So. Okay, Strom ist schon mal so weit. Vorbereitet. Ich gucke jetzt mal von oben. Aber wenn wir das jetzt ordentlich machen, dann wird das schon ziemlich, ziemlich geil, ne? Hä, ist der Ausgang... Ich auch. Ist der Bohrer... Hast du den gedreht da hinten? Ja, ne? Ja, habe ich extra gedreht, damit der in der Innenseite ist. Ah, okay. Das war die Idee, warum? Nee, ich habe mich nur gewundert, weil der anders aussah. Ja, ja, genau. Ich habe den gedreht, weil dann haben wir nämlich hier in der Mitte, hier haben wir dann einmal die Förderbänder und die Produktion sozusagen von dem Dings und können dann so einen Gang machen, wo wir oben mit einem Catwalk drüber laufen, weißt du? Ja. Wenn wir die nächste Etage bauen, dass wir dann die Mitte so vielleicht offen lassen. I don't know. Müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Wir können ja nochmal drehen. Und dann haben wir nämlich jetzt Produktionsschmelzofen. Dann brauchen wir 4 Stück, ne? Machen wir nämlich 1. Passt das? Passt. Und ob wir den hier einfach daneben bauen können. Passt. So, guck mal kurz, passt das für dich? So? Ja, so ist das, so ist das doch schon geil. Und das ist ja dann direkt für... 100% symmetrisch, weil es links ein bisschen weiter rausgeht als rechts, aber der Aufbau ist der gleiche. Ja gut, die Leute haben ja gesagt, du kannst das nicht zu 100% machen, weil dieses Grid nicht richtig funktioniert. Wegen dem... Ja doch, also gerade ist das schon alles, nur...
Genau, es orientiert sich halt, genau, es orientiert sich halt nicht an der Mitte der Plattform, ne? Du könntest halt rückwärts bauen und könnt die direkt nebeneinander machen. Kannst du mal probieren. Ob da keine Lücke ist. Passen. So. Ist in den Dings schon Brennstoff drin? Nope, da habe ich noch nichts reingetan. Kann ich jetzt jederzeit machen, aber ich wollte jetzt eigentlich warten, bis die Produktion erstmal komplett steht. Und dann schließen wir alles an. Ja, okay. Also ich kann schon mal den Stromfluss zu dir legen. Da müssen wir gleich nur den Biofuel reintun. Ich habe hier vorne der Mast, der hier steht. Der hier, das ist so der Anschluss sozusagen. Ne? Damit das schön ist, baue ich das dann auch direkt nochmal hier so. Wir müssen halt jetzt gucken. Ich mache Eisenbarren. Das ist ja jetzt, muss man ja jetzt dazu sagen, so konzipiert, dass ja die rechte Seite sozusagen, also beziehungsweise muss man jetzt auch, das hier können wir jetzt abbauen. Sozusagen. Weil wir das gar nicht noch nicht befüllen können. Genau, es geht ja nur die linke Seite. Aber wenn wir nachher den MK2-Bohrer haben, hauen wir den einfach da rein, tun die Fließbänder dran und es kann direkt weitergehen. Genau, das ist die Idee. Wir bauen es direkt so, dass der MK2-Miner angeschlossen werden kann. Aber jetzt aktuell kann nur die linke Seite angeschlossen werden, okay? Das ist jetzt der Plan. So. Das heißt, wir haben dann ja hier 30... Bei mir im Chat schreibt schon Bratmaxe, mit Max wäre das so viel stressiger. Gut, dass du mit Zander zockst. Mit Max könnte man das niemals, das hier würde niemals funktionieren. Da würde der jetzt schon rumflippen, es läuft nichts, keine Produktion, der Strom ist weg, da wäre nur Terror jetzt. Ja, ich finde aber, das macht das Spiel ja eigentlich gerade aus, oder? Dass man halt so versucht, so Sachen effizient, aber auch schön zu bauen. Das ist doch schön. Freut mich, dass es gefällt. Das ist doch schön. So, jetzt müssen wir den Konstruktor bauen. Ich baue jetzt mal einen. Ich muss mal ganz kurz gucken. Wir machen ja jetzt Eisenplatten, Eisenstangen und aus den Eisenstangen machen wir Schrauben. Richtig? Yes. Das heißt, wir haben 1 auf 1 und 1 auf 2. Das ist unser Output. Wir brauchen einen Splitter. Und den setze ich. Hier hin. Dann geht einer geradeaus. Und der andere geht dann so. Und das wird wahrscheinlich nicht passen. Nee, das wird nicht passen. Wie mache ich das am besten? Wenn ich den einfach durchsetze in den Fabrikator. Ich mache den mittleren, doch, das ist besser. Ich mache den mittleren 1:1. Und das ist dann der Maßstab.
Zweimal Ofen, der gibt 60 pro Item. Ja, 30 in, 30 out. 30 out auf Eisenplatten, 30 in auf 20 out. Ne? Also 1 zu 1. So. Und hier habe ich 30 in, 30 out. 30 auf ein Konstruktor. Eine Dings hier, der aber Eisenstangen produziert. Und Eisenstangen macht 15. Das heißt, 15 sind 2. Ja, kannst zweimal Ofen und zweimal Eisenplatten. Nee, 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 das ist ja nicht das, was ich mache. Du wirst auf jeden Fall Probleme mit dem Zweierminer bekommen, zwecks Platz. Nö, wenn ich den hier, den baue ich ja in die Mitte. So, und jetzt baue ich hier einen Splitter hin und dann kann ich nach links bauen. Und den baue ich wieder in die Mitte und den kann ich dann wieder splitten auf 2. Und dann habe ich den MK2-Miner ausgebaut. Ne, genau, also das ist zumindest die Idee. So habe ich die Mitte unberührt und die links und rechts kann ich erweitern bis ins Nimmermannsland. Weil da habe ich ja Platz und da habe ich ja Platz. Kike Gordi, dankeschön. Ich habe mich extra so positioniert, damit ihr das Bauen jetzt bei Zander sehen könnt, erstmal. Weil ich denke, das wird für die Leute ja auch interessant sein, zu sehen, wenn ihr nachher die ganze Produktion steht, wie die aufgebaut wurde, ne? Ich will da jetzt nur nicht zwischen rumwursteln, weil mich würde das selber nerven, wenn ich jetzt am Bauen wäre und würde da anfangen, und Zander wird da anfangen, irgendwelche Fließbänder zu ziehen und so, ne? Deswegen stelle ich mich hier hin, lasst euch das schauen. Ich muss eh gerade kurz jemanden was zurückschreiben und ihr könnt dann schön hier den Prozess bei ihm beobachten. 3. Und das ist jetzt die Max-Konstruktor-Geschichte. So eine Freecam beim Bauen wäre geil. Ah, weiß ich nicht, ob das Feeling dann weiterhin im Game so geil wäre. Weil dann ist das ja eher so Factorio-like, ne? Oh, der ist sehr, sehr krumm, ne? Ich brauche halt jetzt einen Input, ob es funktioniert. Nicht, dass das geht. Ich glaube auch nicht. Aber probieren kann man es ja mal. Kevin, kann ich anschließen? Hast du Strom drauf? Ich habe noch keine Biomasse drin, aber die kann ich jetzt reinballern, wenn du alles fertig hast. Ja, baller mal rein. Ich muss wissen, ob es funktioniert, was ich hier gemacht habe. Alright. On my way. Also das sieht schon tausendmal sauber und übersichtlicher aus, als wir das eben hatten. Und das, obwohl es jetzt viel größer ist. Erster Treibstoff, zweiter Treibstoff, dritter, vierter, muss man die Splitter noch verbinden? Fünfter, sechster, siebter, achter. Ich glaub nicht. Ich glaube, man kann Splitter in eine Reihe schalten. Okay, da passiert was, oder? Also wir haben jetzt eine Kapazität von 240 MW. Man kriegt sogar die ganze Zeit Meldung, dass man seit 4 Stunden am Spielen ist und Ausruhen eigentlich keine Option ist, aber Arbeitsunfähigkeit auch nicht. Verstand das da? Ja, kam gerade bei mir. Wie geil ist das denn? Höre ich Treibstoff bei Stufe 1 bis 2? Ja, also wir haben Treibstoff. Diesen festen Brio-Treibstoff, den haben wir. Ja, den müssen wir auch gleich wieder produzieren, weil jetzt haben wir 8 Teile, da sind jetzt 60 Stück drinne. Die halten so circa 20 Minuten, bevor die ausgehen. Okay, da passiert was. Hier gibt es keinen Output. Scheiße.
Ah, ich habe ein Designproblem. Was ist los? Oh, warte mal, das könnte klappen. Oh! Das geht, das geht. Guck mal, Chat. Nice. Geil. Let's go. Jetzt haben wir eine richtig gute Produktion hier am Laufen so schon. So einfach. So einfach und doch so schwer. Was für eine Geburt. Junge, weißt du, was ich alles gemacht habe, damit es klappt? Der Bock ist befriedigt. Oh Mann, Kevin, ich hab mit Splitter an Splitter und Splitter hier und Splitter da und ey. Splitter stapelt beziehungsweise übereinander? Achso, es geht, glaube ich. Du kannst es machen, ja. Aber wenn du meinst, dass man die übereinander bauen kann. Veteran, dankeschön, ne? Für den Follow übrigens. Jetzt müssen wir natürlich hier noch Strom dran kriegen. Und Jarik, moin. Hast du gerade ausgemacht? Nö. Strom gerade. Ach nee, kann sein, dass die runtergefahren ist, weil, allerdings. Nichts mehr abgenommen wird. Oh, ich habe keinen Draht mehr. Ja, genau. Also, Jan Doppelpunkt schreibt gerade, ui, Satisfactory. Genau, also heute nochmal auch für die Leute von Kevin. Heute ist die 1.0 Release. Das bedeutet, Kevin und ich werden volle Pulle reingehen in Satisfactory. Also heute haben wir angefangen, morgen 12 Stunden ab 10 Uhr, übermorgen ab 12 Uhr. Und dann am Samstag, Sonntag eskalieren wir auch komplett rein. Also da wird auch gebaut bis zum Abwinken. Wir wollen Satisfactory jetzt komplett durchspielen, aber halt nicht rushen, sondern das Spiel einfach enjoyen. Also wenn ihr Bock habt, dabei zu sein, seid alle herzlich eingeladen. Würden uns freuen. Umso mehr, umso besser. Ah. 1000 Beton sind jetzt zusammengekommen in der Zeit. Nice, geil. Das ist gut. Ja, das ist halt geil, ne? Dass wenn man dann halt solche Sachen macht, so rumbaut und so, dann vergeht halt auch ganz schnell die Zeit und so hat man dann halt dann auch die Produktion. Deswegen ist es immer gut, die Produktion nach Möglichkeit immer laufen zu lassen, ne? Ups. Übersetzen. Kannst du mir den Gefallen tun und hier gleich mal ganz kurz einen Konstruktor hinstellen und einen Container dahinter, damit ich hier die Produktion laufen kann oder besser gesagt sogar zwei Konstruktor? Ja, warte. Oder am geilsten wäre natürlich drei, also zwei mit einem Splitter dran. Oder einen, wie heißt der? Moment, nicht Splitter. Fusionator. Und der geht dann in einen Konstruktor. Dann lasse ich nämlich da Biomasse von Holz und Blättern produzieren. Die gehen dann in einen, der macht dann diesen Biotreibstoff und das geht dann in ein Lager rein. Was? Okay, du musst auch neu anfangen. Wir machen also zwei Konstruktor, ne? In den einen kommen Blätter, ja. In den anderen Holz. Deren Fließbänder gehen in einen Fusionator, der geht rüber in einen Konstruktor und der macht den Biotreibstoff und der geht dann in das Lager. Okay, dann müssen wir mal weiter hinten anfangen. Ja, ne? Ich würde hier, also hier auf denen anfangen, genau. Konstruktor 1, Konstruktor 2. Die gehen dann rein in einen Fusionator. Ja, den einen hast du... Nee, das war ein Dings. Hab ich falsch geplaced? Ja, ich glaube, der ist ein zu weit hinten. Nee, gerade war es richtig. So ist richtig. Nee? Ja? Ein weiter zurück. So. Aber dann ist der in der Luft, oder? Ja, so ein ganz kleines Stück. Ja. Aber gut, das wird alles abgerissen, weil wir werden die Biotreibstoff-Dings nicht lange nutzen. Ja, hast du recht. Fusionator... Okay,
In einen Konstruktor. So, das heißt, wir haben hier Biomasseblätter und Biomasseholz, oder was? Genau. Aber ist das am Ende Biomasse? Ist das egal dann? Bei beiden kommt am Ende Biomasse raus, bei Blättern und bei Holz. Und das geht dann in einen Konstruktor und der macht Treibstoff. Okay, ich hatte gedacht, das eine heißt Biomasse Holz, das andere heißt Biomasse Blätter, aber das ist ja gar nicht so. Am Ende ist es einfach Biomasse. Okay, cool. Ja, links ist Blätter, rechts ist Holz. Und dann haben wir hier fester Biotreibstoff und den möchtest du dann in einen Container laufen lassen oder möchtest du den direkt anschließen? Ich würde den jetzt das komplett in einen Container lassen, gehen lassen. Ja, würde ich auch machen. Das ist einfacher. Container hinter die Konstruktor mit Fließband rein, damit du das Blätter und Holz reinlaufen lassen kannst. Ja, genau, richtig. So, den einen hast du ja schon auf Holz hier, genau. Ach, ich muss ja eigentlich sogar noch hier hinten. Okay, ich mach die oben hin. Da mache ich gleich hier nochmal zwei Dinger. Da kann ich in das eine immer Holz und Blätter reinlegen. Die gehen dann in die Konstruktor, weißt du? Ja. So, und jetzt haben wir ja 15 Eisenstangen pro Minute. Und jetzt müssen wir ja noch weiter produzieren, denn wir brauchen ja Schrauben. Das heißt... Oh, ich glaube, das passt so gar nicht, ne? 10 pro Minute sind 40 Schrauben. Wir haben aber 15 Stangen. Das heißt, wir könnten rein theoretisch die beiden Eisenstangen mit einem Fusionator zusammenlaufen lassen. Dann haben wir 30. Und die splitten wir auf 3. Davon nehmen wir 2 ab und packen die in Stangen und packen eine in Schrauben. Oder wir produzieren 2-mal Schrauben und nur 1-mal Stangen. Was sagst du? 2-mal Schrauben, 1-mal Stangen oder 1-mal Schrauben und 2-mal Stangen? Ey, ich hab keine Ahnung, Zander. Das sind Fragen, Junge. Das sind Fragen. Ich bin so müde schon. Ich höre nur Stangen oder Stangen oder willst du Stangen? Soll ich Stangen? Digga, Schrauben oder Stangen? Stangen oder Schrauben? Deine Bio-Dings da vorgestellt, Junge, ich habe gar nichts mehr gerafft. Was redet der? Das ist so krank. Wir sind noch am Anfang und ich raff jetzt schon wieder gar nichts mehr. Ich sag auch ganz offen, bei mir kickt die Müdigkeit gleich rein, dann krieg ich gar nichts mehr auf die Kette. Alles gut, wir machen Gleich Schluss. Wir müssen Strommasten. Die Kreatur ist im Weg. Hau ab! Du glaubst gar nicht, ich will da gar nicht zu oft drauf rumreiten, aber du glaubst gar nicht, wie happy ich darüber bin, das gerade mit dir zu zocken, ey. Mit Max und Rumatra müsste ich wieder bis 3 Uhr in der Nacht wach bleiben, das würde mich komplett aus dem Leben kicken. Ja. Ich lieb's auch gerade. Ich feier's auch. Auch jetzt das letzte, die Challenge war auch absolut insane. Gibt es in der Early-Phase bereits neue Sachen oder kommen die ganzen neuen Dinge erst im Late-Game? Die kommen alle im Late-Game. Also es gibt so ein, zwei Sachen, die man schon finden kann, aber... es gibt schon ein paar Sachen, aber der ganze große Content kommt im Late-Game. Genau. Aber wir fangen trotzdem neu an, weil es irgendwie cool ist. Das Spiel ist ja auch einfach nur nice. So, jetzt, Splitter, jetzt habe ich hier 30 drauf liegen. Jetzt muss ich also von den 30 muss ich jetzt wieder runtergehen über den Splitter. Auch früher hier reinbauen. So. Und dann machen wir. Das war jetzt gerade, ne? Ja. Was sagt ihr, Chat? Sonst das, was Kevin gerade sagte, meinte ich am Anfang. 2 Container.
Am Anfang zwei Container. Ja, 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 die zwei Container habe ich nur nicht gebaut jetzt gerade. Ja, das habe ich jetzt gemacht. Passt ja. Ja, ja, genau, richtig. Sollen wir zweimal Stangen machen? Also 20 Stangen. Und aus 10 Zander, Stangen ey, ich gehe jetzt Holz hacken. Mach, was du willst. Lass mich in Ruhe. Ja, gute Nacht, ihr. Okay, Chat, dann müsst ihr das jetzt machen. Machen wir jetzt... Also wir haben 30 Stangen. Und diese 30 Stangen splitte ich jetzt dreimal. Das heißt, ich habe jeweils 10 Stangen. Ich raff nicht, warum Zander mich weiter mit den Stangen belästigt. Ich bin so hart, ich bin gerade so down hier, dass das mit den Stangen, Junge, das hat mich gerade so fertig gemacht, weil ich nichts gerafft habe. Ich bin mental, bin ich am Ende gerade. Ich weiß doch auch nicht mehr. Und einmal speichern bei dem Bums. So, wir speichern jetzt hier Schrauben und hier werden jetzt, hier speichern wir Stangen und da hinten speichern wir Schrauben. Und die Schrauben müssen produziert werden. Moin Frank Horn, alles gut bei dir? Chat, enjoyt ihr denn das Zander und ich hier Satisfactory spielen und wie wir das Ganze angehen? Ist das für euch so vom Ding her geiler? Also gefällt euch das, dass wir das so... Dass wir versuchen, auch wirklich schön zu bauen, ne? Also die ganzen Verkleidungen, dass das richtig Fabriken sind und so, das machen wir, sobald wir den Shop und alles haben. Aber wir versuchen auch ein bisschen entspannter ranzugehen. Ihr merkt ja auch, ne? Das ist jetzt halt ein bisschen langsamer, damit aber auch die Leute gut mitkommen und so. Und nicht einfach jetzt auf Krampf alles durchprügeln, damit es schnell geht. Jetzt haben wir nämlich 30 Output. Also 15, 15 zu 30, 30 zu 10, 10, 10. Und dann kommt hier 10 rein, 40 raus. Das heißt, wir produzieren jetzt 80 Schrauben pro Minute und 10 Stangen pro Minute. Und wir produzieren hier Eisenplatten. Only Eisenplatten. Und zwar 20 pro Minute. Übrigens, Chat, ich werde jetzt gleich zum ersten Mal über Nacht auf dem anderen Rechner, den ich jetzt extra dafür ready gemacht habe, VOD laufen lassen. Wenn ich das gleich anmache, dann brauche ich auf jeden Fall jemanden, wenn das geht, der mir gleich einmal im Chat Feedback gibt, hier vielleicht Minigun oder so, ob alles passt vom Sound her. Zumindest glaube ich das. So. Also die neue Produktion ist fertig. Ein bisschen weiter, ein bisschen aufgeräumter. Wir haben noch zwei Miner über. Nice aus. Kevin. Ja? Wir hören jetzt auf. Es ist, wie es ist. Morgen geht's weiter. Morgen um 10 Uhr. Ich will aber noch eben mein Zeug da jetzt verräumen.
Ja, mach das. Ich habe richtig viel Blätter und Holz geholt. Fast 2000 Holz und 5000 Blätter. Ich habe hier oben den ganzen Wald weggerodet. Ja, du hast recht, Marcel. Ja, geil. Dann haben wir ja auf jeden Fall erstmal ein bisschen Stuff. Okay, ich habe keinen Platz mehr im Inventar. Ey, das sieht so cool aus. Also auch, ist mir egal, was die Leute sagen, wenn wir jetzt 4,5 Stunden dafür gebraucht haben und immer noch nicht auf Stufe 2 sind. Wir genießen ja auch so ein bisschen den Content, muss man sagen. Ich finde, das sieht trotzdem richtig geil jetzt aus. Das ist richtig schön sortiert gebaut. Also ich finde, das gehört für mich persönlich gehört das zu Satisfactory dazu. Ich denke mal, der Chat wird es jetzt wahrscheinlich genauso sehen. Aber das ist für mich halt ein großer Teil von Satisfactory, dass man halt einfach cool baut. So, du kannst halt durchrushen und ineffizient bauen und nicht schön bauen. Aber ich finde, Satisfactory bietet halt auch extrem viel guten Content für geil bauen. Später mit den ganzen Produktionshallen und so, was du geile Sachen machen kannst. Deswegen meinte ich ja gerade auch, das mit den Minern, das sind ja so kleine Sachen, wie bei Minecraft, Digga. Du kannst Minecraft einfach spielen und schnell auf den Enderdrachen rushen, dann hast du das Spiel in 2 Stunden durch. Oder du spielst halt einfach so, dass du halt einfach den Content enjoyst und baust. Ich find's voll wichtig. Ey, hast du das eigentlich mitbekommen, dass das Minecraft Mob-Voting abgeschafft wurde? Ja, ich hab mitbekommen, die wollen irgendwas ändern, ne? Ja, das Mob-Voting wurde abgeschafft und die möchten mehr kleinere Updates übers Jahr verteilt raushauen noch. Ja, finde ich anständig. Oder nicht? Finde ich persönlich auch gut. Dann bleibt so das Interesse auch am Spiel mehr erhalten. Ja, yeah, genau. Wir haben das auch bei uns beim Server gemerkt. Wir haben ja in Season 2 ganz viele Quality of Life Updates bis August hin released. Da war durchgehend das Interesse hoch bei Cactus Clicker. Und jetzt ist bei uns so eine Phase, wo wir gesagt haben, von September, Anfang September bis Ende November, Anfang Dezember wird halt nichts mehr kommen. Da ist sofort das Interesse abgeflacht von den Leuten. Weil die warten halt jetzt auf das nächste Update. Ja. Ja, krass. Das ist so eine kleine Sache, ne? Hier, dieses Stück muss ein MK2-Band sein. Weil das ist ja ein 40er Output. Das heißt 40 ist 80 und das war vorher ein 60er Band. Deswegen hat es hier gestockt. Das sieht so geil aus schon, ne? Ja, wenn du dich hier oben hinstellst und dir das einfach anguckst, diese Produktion. Wo stehst du? Oben auf dem Turm. Okay. Das ist geisteskrank. Schon nice, ne? Ist halt total geil, diese ganzen Items zu sehen, wie die so über das Förderband, so ohne dass es hakt, laufen. I love it. Das ist auch voll die kleine Produktion eigentlich, ne? Ich habe jetzt auch die Container hinten auf eine Höhe gestellt, so dass man dann halt da alles wegholen kann. Das ist Eisenplatten, Eisenstangen und Schrauben. Feier euren Bau, sieht sehr geil aus, freut mich. Wir müssen nächsten Monat auch das neue DLC von Factorio anschauen. Also ich habe Factorio ja noch nie gespielt. Kevin hat aber zu mir gesagt, wir müssen unbedingt mal ein Factorio-Projekt machen. Und wenn Kevin es sagt, mache ich das auch. Also dementsprechend, Factorio wird bestimmt auch irgendwann mal von Kevin und mir kommen. Hey, wir haben so viel geplant. Ihr habt gar keine Vorstellung, Leute. Ja, wir haben so viel schon geplant. Wir wollten das gar nicht alles ankündigen, weil wir gesagt haben, so ey, wir wollen jetzt nicht die Leute unnötig hypen. Vor allen Dingen, weil durch spontane Releases oder so kann sich auch mal was verschieben. Aber wir haben so viel auf der Agenda, was wir alles spielen wollen. Ja, wir haben auf jeden Fall Bock, zusammen einiges zu machen und da Gas zu geben. Aber wie gesagt, jetzt steht erstmal Satisfactory an. Ja. Morgen geht's weiter. Das heißt, morgen 10 Uhr wollen wir ausgeschlafen wieder am Start sein. Morgen geht's dann eigentlich erst richtig, richtig los. Weil heute war ja jetzt durch den Release 17 Uhr und so. Und jetzt ist erstmal so die erste Produktionsstrecke bauen und sowas alles. Erstmal auf entspannt. Auch WoW 48-Stunden-Stream. Geil, freue mich. Also ich kann mir gut vorstellen, dass ich mit Kevin mal irgendwann einen WoW-Run zusammen mache. WoW? Möchte ich jetzt nicht ausschließen, aber wenn, dann halt eher so ein Event-mäßig, dass man sagt, man macht irgendwas und grindet einmal hoch oder so, aber... Meinst du jetzt World of Warcraft? Ja. Ja, kann man gucken. Also ich bin momentan eigentlich World of Warcraft-mäßig richtig raus. Muss man halt mal schauen, so eventmäßig oder so kann man überlegen. Muss man aber auch gucken, wie es ankommt bei den Leuten, ne? WoW ist halt schon, muss man halt sagen, das spricht halt sehr die Nerds an. Und ich weiß halt nicht, ob wir so die WoW-Community haben.
Also, ich muss halt, also für mich ist WoW halt ein Spiel, ich spiele es immer mal wieder gerne, aber ich kann mich halt auf WoW nicht mehr so einlassen, wie es eigentlich nötig wäre, um WoW halt vernünftig zu spielen. Mhm. Von daher, ne? Das ist halt so der Punkt. Okay, ich würde sagen, wir speichern. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Alles klar, Zander. Das Geile ist ja, wenn man sich ausloggt, dann setzt der Charakter sich ja hin und trinkt Kaffee, ne? Kennst ja. Du das? Ja, ja, pass auf, ich logge mich mal aus, dann siehst du das. Warte. Zurück zum Hauptmenü. Du hast recht. Der setzt sich dann da hin und dann sitzt der Charakter ja, jetzt die ganze du da. Zeit da. Ja. Das ist halt schon sehr, sehr geil. Und hält jetzt einen Kaffee in der Hand. Ja, und den trinkt er jetzt bis morgen früh. Ey, das ist krass. Ja, ich setze mich oben auf den Turm. Das sind halt so diese Details, die ich halt extrem enjoy. Wir haben halt in unserer letzten Welt, hatten wir mitten in unserer Base halt so einen Stein. Ey, Rumatra, Dankeschön für den Resub. Ich sehe es jetzt erst vor 20 Minuten. Ich habe ihn so gedonowalled. Ist Rumatra überhaupt noch da? Ey, wir sind so drin in dem Game. Hat sehr viel Spaß gemacht. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht heute. Good old times, true. Kevin. Alles klar, Zander. Ich wünsche dir was und ja, wir hören uns morgen früh, ne? Wollte ich gerade sagen. Ich würde sagen, bis gleich, ne? Ja, alles klar. Bis dann, ciao. Bis dann, ciao.